Wir, die Firma Erhart GmbH, fertigen seit über 50 Jahren Wandhydranten und sind der letzte verbleibende Hersteller dieser in Österreich. Des Weiteren fertigen wir auch Feuerwehrgarderoben und vertreiben diese unter dem Markennamen Wagner Garderoben. Am Standort in Mils beschäftigen wir 12 Mitarbeiter, 6 davon in der Produktion. Unsere Stärken liegen in der Flexibilität und dass wir unsere Produkte durch effiziente Arbeitsabläufe zu wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt bringen können. Im Jahr 2007 investierten wir in eine automatisierte Stanze und eine Abkantpresse mit Roboter. Schon damals dachten wir über den Ankauf einer Linie nach. Aufgrund unseres beschränkten Platzangebotes hatten wir uns jedoch für eine getrennte Lösung entschieden. Im Jahr 2020 war klar, dass es mit dem geringen Personalstand und der vorhandenen Infrastruktur nicht mehr möglich ist, die geforderte Stückzahl zu erzielen. Mit dem Zubau einer Produktionshalle und den neuen Möglichkeiten der Firma Salvagnini gelang es, eine Linie genau nach unseren Anforderungen zu erstellen. Der Fokus lag auf einer Anlage, die mit so wenig Personal wie möglich einfach in der Bedienung und geringen Energiekosten betrieben werden kann. Darüber hinaus war es uns sehr wichtig, eine Erhöhung der Biegequalität zu erzielen. Wir liegen bei unserem Hauptprodukt im ständigen Preiskampf gegen Osteuropa und Asien, produzieren jedoch in einem Bundesland mit hohen Grundkosten. Wir wussten, wenn wir hier nicht den richtigen Partner finden, wird es für uns unmöglich, die nächsten Jahre als Hersteller zu überleben. Mit der Salvagnini-Linie, wie wir sie jetzt im Einsatz haben, bin ich der Überzeugung, dass es derzeit kein besseres Produkt am Markt gibt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Sämtliche Komponenten werden von Salvagnini selbst programmiert. Das bedeutet für uns, auf allen Anlagenteilen eine gleiche Bedienoberfläche und eine durchgängige Programmierung vom Beladen der Bleche in den Lagerturm bis zum Entladeroboter. Wir fertigen auf der Linie Losgröße 1. Dies war bei der Abkantpresse mit Roboter unmöglich. Durch die Parametrisierung von den Teilen ist es uns gelungen, auch Sonderanfertigung innerhalb von kürzester Zeit in die Produktion zu bringen. Von der Erstellung des Programmes bis zum Durchlauf auf der Maschine vergehen in etwa 15 Minuten, bis das fertige Teil abgestapelt wird. Im Linienbetrieb ist es über die MCU-Einheit auch möglich, Teile zu buffern oder ein- und auszuschleusen. Mit der integrierten Dreh- und Wendeeinrichtung können wir die Teile nach dem Standprozess für den Biegeautomaten in die richtige Lage bringen. Bei großen Losgrößen fahren wir die Anlage mannlos und stapeln auf den neuen vorhandenen Palettenplätzen ab. Ohne Programmieraufwand ist es auch möglich, neben den verschiedenen Stapelstrategien eine externe Maschine zu beschicken. Im Vergleich zur bisherigen Lösung entfällt die Manipulation der Teile zwischen den Maschinen. Dadurch werden Schäden am Produkt vermieden. Des Weiteren entfallen aufwendige Rüstzeiten für die Abkantpresse und den Roboter. Die Produktivität und Flexibilität der Linie ist mit der der Einzelmaschinen, auch wenn diese automatisiert sind, nicht zu vergleichen. Durch die Linie sind wir wieder zurück zur auftragsbezogenen Fertigung gegangen. Dadurch reduzieren sich die Lagerkosten und die Beschädigungen an halbfertigen Teilen gehören der Vergangenheit an. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass wenn ein Teil einmal gefertigt wurde, dies jederzeit ohne größeren Aufwand nachproduziert werden kann. Dies ist für uns besonders wichtig, wenn ein Schrank durch die Spedition oder den Kunden beschädigt wurde und daher noch einmal produziert werden muss. Die Zusammenarbeit mit Salvagnini war immer partnerschaftlich. Trotz des geringen Platzbedarfs und der daraus resultierenden mehreren Layouts, die gezeichnet werden mussten, kam nie ein Drängen auf einen schnellen Vertragsabschluss. Auch meine anfänglichen Befürchtungen, dass wir als Tiroler Kleinbetrieb nicht ernst genommen werden, waren zum Glück umsonst. Auf unsere speziellen Wünsche und Anforderungen wurde so weit wie möglich eingegangen und diese verwirklicht. Durch die Möglichkeiten der Linie sind wir nun in der Lage, unser Produkt qualitativ hochwertiger, kostengünstiger und schneller in Österreich zu fertigen.